Hallo Leute, hier ist wieder Tata und heute gibt es das nächste Video von mir. Ist es schon das zweite Mal, dass ich das hier aufnehme und das erste Mal ist es ein bisschen zu lang geworden und es gab noch einen Fehler. Deswegen mache ich es jetzt nochmal ein bisschen zusammengefasster und kompakter mit einem anderen KI-Kampf im Hintergrund und genau, ich lasse den jetzt einfach mal laufen und erzähle euch, was ich erzählen will. Nur vielleicht zur Erklärung kurz, wir haben hier in Orange den Marshall. Und in Rot König Philipp, beides Ritter-KIs. Und das ist natürlich die Map, die ihr schon von damals kennt. Das lasse ich jetzt einfach mal im Hintergrund hier laufen. Und wenn ich fertig bin mit Reden, dann beschleunige ich das. Und dann haben wir auch einen Gewinner. Und ja, nebenbei erzähle ich euch jetzt was. Fortsetzen. Es ist jetzt 2000 Startgold, also ganz normal. Genau. Ich hatte ja zuletzt ein Video gemacht, dass ich wieder da bin. Und dass jetzt aber so viel Neues passiert ist, dass ich mich erstmal reinfuchsen muss. Und genau das habe ich jetzt eben in den letzten Tagen und Wochen getan. Ich habe mit verschiedenen Content-Creatorn gesprochen. Die haben mich auch super lieb aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich mit denen geredet habe, einzeln und in der Gruppe. Und ja, wirklich super tolle Leute. Erzähle ich gleich später noch mehr zu denen. Aber im Endeffekt haben die mich auf den neuesten Stand gebracht und mir quasi gezeigt und gesagt, was Neues, was sich geändert hat und was ich alles verpasst habe. Und ich dachte mir, wenn das für mich schon so kompliziert ist, dann ist es das für einige Leute da draußen vielleicht auch. Wenn ich schon Probleme habe zu verstehen, was es alles Neues gibt, dann geht das mit Sicherheit von euch auch Leuten so. Und deswegen werde ich das jetzt in dem Video mal zusammenfassen. Was hat sich in den 4 Jahren so getan? Und ich habe mir hier Mitschriften gemacht. Ich habe hier eine Excel-Datei neben mir liegen von den Content-Creatorn, was die alles gemacht haben. Und das würde ich jetzt einfach mal durchgehen. Vor 4 Jahren habe ich ja schon eigene Burgen gebaut. Ihr wisst, Burgen sind AIVs, das ist quasi der Grundriss von der Burg, was die 4 Gebäude innen bauen. Und es gab da schon die erste Version des Stronghold Crusader Patches, hier dieses UCP, Unofficial Stronghold Crusader Patch. Und da konnte man schon so die ersten kleinen Bugs fixen, zum Beispiel, dass der Marschall handelt. Man konnte ein paar kleine Dinge fixen, dass, ich glaube, KIs wieder, ich glaube, Philipp war auch so ein Kandidat, dass der seine Truppen auf den Mauern nicht ersetzt hat, wenn die gestorben sind. So kleine Dinge konnte man schon ändern. Man konnte aber jetzt noch nicht groß viel ändern. Ein bisschen wurde dann noch rausgefunden. So war es mir dann zum Beispiel möglich, dass ich bei Richard einstellen konnte, dass er mit seinen Pikenieren stört oder dass der Mönch bei mir Schwertkämpfer baut. Aber das waren noch so, ich sage jetzt mal, kleine Details an den AECs, die man ändern konnte. Da war jetzt noch nicht viel. Und bei beiden, also sowohl den AIVs als auch den AECs, gab es in den letzten 4 Jahren große Veränderungen. Viele neue Leute sind dazugekommen und haben Bogen gebaut, also AIVs. Und da ist man jetzt viel, viel weiter, als ich damals war. Ich war froh, dass ich Bogen bauen konnte, die ja, charakteristisch sind, besser als die Standard von Firefly. Und die haben auch funktioniert, aber die waren jetzt nicht, also gemessen an den Bogen von heute, sind die noch deutlich verbesserungswürdig. Und da hat sich auch richtig viel neues Wissen etabliert. Und man macht mittlerweile Pausenbauschritte rein, damit die KI nicht sofort das ganze Geld ausgibt. Da kann man sehr frühe Angriffe provozieren, kann sehr ja, aggressive KIs generieren. Man kann die Bogen natürlich auch von der Baureihenfolge viel besser machen. Mit 4 Jahren Erfahrung geht da natürlich viel mehr. Und genauso ist es auch bei den AECs. Man hat mittlerweile viel, viel mehr herausgefunden aus der Datei, was welche Linie macht. Das heißt, man kann viel mehr Dinge einstellen. Und ja, einiges davon habe ich jetzt in den letzten Wochen auch quasi im Schnelldurchlauf erlernt, so dass es jetzt auch für mich möglich ist, die AEC ganz gut zu bearbeiten. Und ja, das sind so die ersten 2 Dinge, die halt sich groß verändert haben. Also sowohl die Qualität der Bogen, die Baureihenfolge und das Wissen natürlich und auch das Verhalten der KIs, ne? Das ist ja für mich als jemand, der eigene KIs gebaut hat, natürlich sehr spannend. Aber es ist nicht nur das, sondern was man vielleicht manchmal vergisst, die Maps. Ich habe jetzt hier meine schöne Map, ne, mit Tata hier drauf. Kennt ja jeder,
Ich habe sogar Hand of Blood hat die einmal verwendet, habe ich mich sehr gefreut. Aber heutzutage benutzt man solche Maps gar nicht mehr. Denn es gibt ein cooles Tool, mit dem man, wenn man eine Map erstellt, so einen Spiegelmodus anmachen kann, dass die, je nachdem, wie oft man die spiegelt, dann zu viert oder zu zweit halt symmetrisch ist. Und also ne, für zwei Spieler, für vier Spieler, so meine ich das. Und damit kann man sehr, sehr coole Maps machen. Die habe ich mir auch schon angeguckt. Die werde ich wahrscheinlich in den nächsten Videos auch mal zeigen. Das ist also eine weitere Neuerung. Sehen Sie gerade den ersten Angriff von Philipp, ne? Ihr seht, in der Burg fehlt noch viel, die ganzen Städte fehlen noch, viel Religion fehlt noch, aber er greift jetzt an, hat auch einen Rambock dabei und ja, stört jetzt hier auch ein bisschen. Mit seinen Rittern macht ein bisschen Wir Stress. werden überfallen. Oh, Marshall, aber genügend Schützen hier. Das für den Ritter ist natürlich nervig, aber ich glaube, das sind gar keine Störritter, das sind andere Ritter. Bin nicht sicher, was die machen, die Kuscheln. Ach, ich bin blöd. Aha. Das sind Ritter von Marshall, also die patrouillieren quasi. Wisst ihr, die Raid-Einheiten, bis die wirklich raiden, sind ja quasi mit bei der Außenproduktion als Defense und deswegen sind die Ritter von Marshall zu erklären. So. Aber ich will jetzt gar nicht so doll auf das Match eingehen, bis ich hier alles gesagt habe, was ich gesagt haben wollte. Ich muss nebenbei noch meine Katze immer bespaßen. Ganz wichtig. Katzen sind unfassbar tolle Tiere und die gehen immer vor. Jetzt habe ich schon gesagt, Balance-Änderung. Da gab es vor 4 Jahren auch schon so einen ganz kleinen Teil in dem Unofficial Crusader Patch. Da konnte man zum Beispiel einen Haken setzen, dass arabische Schwertkämpfer nicht mehr nach 3 Armbrustschützenpfeilen umkippen, sondern erst nach 5. Und das ist halt streng genommen auch die erste Balance-Änderung gewesen. Balance-Änderungen, damit meine ich, dass man Dinge, die hart gecodet sind, verändert. Zum Beispiel, wie viel Schüsse jede Einheit aushält, wie viel Leben jede Einheit hat, wie gut jede Einheit im Nahkampf ist. Aber auch, was Gebäude kosten, was Einheiten kosten. Das kann man alles verändern. Ist nicht ganz so leicht für die anderen beiden Dinge. Und manche Leute haben das halt auch gemacht. Spielen dann mit anderen Balance-Sets. Das ist auf jeden Fall cool, noch wahrscheinlich erfrischend damit zu spielen, aber dann halt auch ein bisschen anders als halt Vanille. Also muss jeder selber wissen, ob er das mag oder nicht, aber auf jeden Fall gibt es da auch Fortschritte, da gibt es auch mehrere Packs, New Balance und Ascension, oder Ascension, soll ich es aussprechen, wurde mir da genannt und komme ich vielleicht später nochmal zu, wenn ich zu den Beispielen komme. Aber ja, auch da gab es Veränderungen, man kann sich jetzt quasi das ganze Balance anpassen, wenn man das denn möchte. So, was tut sich hier? Der erste Angriff vom Marschall. Ihr seht hier, er hat viele Bogenschützen. Ein paar davon sind zum Burggraben aufbuddeln. Deswegen sind es ein paar mehr. Ein paar Schwertkämpfer, ein paar Ritter, Belagerungsgeräte. Das ganze tolle Zeug. Schauen wir mal ein bisschen, was hier passiert. Der erste Angriff halt noch relativ klein. Nicht so viele Schwertkämpfer dabei, aber das ist ja so. Startet immer klein. Und gerade weil Philipp einen Burggraben hat, hat er prozentual mehr Bogenschützen, die den Burggraben ja zuschütten müssen. Deswegen jetzt hier am Anfang noch wenig Schwertkämpfe, aber das erhöht sich ja noch. So. Zur Balance-Änderung habe ich was gesagt. Was ist noch anders? Es gibt neue Texturen. Das machen nicht so viele Content-Creator, aber die, die es machen, machen das sehr, sehr, sehr cool. An der Stelle ist vielleicht Monsterfisch zu nennen, der sowohl in Stronghold auch und Stronghold Crusader eigene neue Texturen gemacht hat. Er hat zum Beispiel ein Reconquista-Texturpack, wo er in der Stronghold-Engine quasi alles spanisch aussehen lässt. Also nicht mehr so wüstig, sondern mehr so mediterran. Und ja, sieht sehr, sehr cool aus. Und das zusammen mit seinen eigenen historischen KIs und seinen Balance-Änderungen sorgt dafür, dass es eigentlich ein ganz anderes Spiel ist. Coole Sache, dass es sowas gibt. Aber es gibt dann halt auch andere Texturen, Texturen für Zelte für Araber, Texturen für andere Türme, Texturen für Bergfriede, Texturen für eigentlich jedes Gebäude hat er gemacht. Es ist sehr, sehr cool und kann euch nur empfehlen, Wir werden sich das überfallen. mal anzugucken, wenn ihr das gar nicht kennt. Ich werde später noch ein bisschen was zu den Content Creator sagen. An der Stelle sei vielleicht gesagt, dass das alles in der Excel-Datei steht, die ich auch
an meiner üblichen Stelle hochladen werde und dann auch unter dem Video verlinken werde, sodass ihr euch das dann selber auch anlesen könnt. Was hat sich noch geändert? Vielleicht das Coolste von allen. Früher, vor 4 Jahren, hat man quasi die Standard-KIs genommen und die verbessert oder geändert. Oder zumindest neue Burgen basierend auf den Standard-KIs gemacht. Aber man konnte nicht so richtig neue KIs machen. Das hat sich mittlerweile auch geändert. Man ist zwar immer noch limitiert, dass es nur 16 KIs gibt. Das heißt, wenn man neue KIs macht, überschreibt man Standard-KIs. Aber man kann komplett eigenständige neue KIs machen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass die eine eigene Burg bauen, das ging früher schon, oder dass man dem cooles AEC gibt, dass die auch anders reagieren. Das geht jetzt ja auch. Nein, man kann denen auch Namen, Animationen, Audiodateien und alles geben. Da gibt es viele, viele Leute, die das gemacht haben und richtig coole neue KIs erstellt haben. Das ist eigentlich wert, mal Videos drüber zu machen, weil man ja jetzt quasi, wenn man sich die entsprechenden Dateien downloadet, Song Crusader spielen kann. Und wenn ich jetzt alle Content Creator, die ich bis jetzt kenne, nutze, hätte ich bestimmt 60 bis 80 neue KIs, die ich gar nicht kenne, die komplett alle 8 eigene Burgen haben, die ein eigenes Verhalten haben, die vertont sind. Also das ist ja sehr, sehr cool, wenn man das wollte, kann man sich da ein sehr cooles Spiel machen. Was man so noch gar nicht kennt. So viel unglücklich für Marshall, seine große Störtruppe Ritter rennt jetzt hier in den Angriff. Philipp greift an, hat auch Ritter im Angriff, jetzt hier schon zwei, mehr wird er auch nicht kriegen, zwei Rammen dabei. Ja, die Lanzenträger machen es natürlich nicht so lange gegen die Bogenschützen, aber die Ritter und die Rammen sind stressig. Und in der Burg hat Marshall auch nur ein Torhaus. Was es natürlich, ja, unangenehm macht. Ja, er wurde jetzt aufgebuddelt, das heißt, der Turm kann ja auch angegangen werden. Schafft der Ritter es noch, das zu retten? Nein. Also Marshall muss hier einen Turm und ein Torhaus reparieren. Wenn ihr die Burg seht, denkt ihr vielleicht, ah, ist aber voll ineffizient. Die Bürger müssen ja einmal so eine Runde laufen und dann ist das ja voll blöd und voll lang für die Außenproduktion der Weg. Ja, aber wenn jetzt hier das Torhaus wieder aufgebaut ist, ihr seht, hier ist eine Treppe, dann läuft die Außenproduktion hier rüber und dann ist das eigentlich ganz schnell. Ist natürlich kein zweites Tor aus hinten, aber viel effizienter, als das vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Ja, das sind erstmal so die groben Veränderungen, die da passiert sind. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, Tata, jetzt weißt du, was sich alles verändert hat. Was ist denn jetzt mit dir? Was hast denn du jetzt vor? Was sind denn so deine Pläne? Jetzt weißt du ja, wo du stehst. Was hast denn jetzt vor? Und das werde ich euch jetzt verraten. Also, ich habe erstmal nicht vor, komplett neue KIs zu machen. Das ist zwar cool, und das werde ich auch bestimmt irgendwann mal machen, aber da muss ich mich noch mit reinfinden. Gerade so eigene Audiodetails und Animationen ist noch ein bisschen komplizierter. Ich werde erstmal meine KIs, also die AEVs, die ich damals gebaut habe, weiterverwenden. Da habe ich aber mittlerweile zwei KIs gefixt. Der Philipp hat in zwei Burgen ein kleines Problem und der Emi hat ein kleines Problem, dass sie Gebäude abgerissen haben. Das ist mittlerweile schon gefixt. Ich habe aber noch ein paar andere Dinge gefunden, die ich jetzt nach und nach ausbessern werde. An der Stelle vielleicht auch ein Dankeschön an Xander. Xander 10 Alpha heißt er, sein YouTube-Channel. Der hat mir da auch geholfen. Und das heißt, ich werde die bestehenden IVs, meine Burgen, erstmal behalten und noch ein bisschen verbessern. Denn die neu zu machen, das ist das, was wirklich zeitaufwendig ist und lange dauert. Das ist wieder unglücklich für den Marschall hier. Wieder in den Angriff reinrennen. Ihr seht, es sind jetzt mehr Truppen, aber es bleibt bei zwei Rammbrücken. Kommt aber noch ein Katapult dazu. Wobei das, glaube ich, ein Störkatapult, weil er hat keine Katapulte im Angriff. So, das heißt, ich werde ja meine IVs nach und nach verbessern. Es gibt auch ein, zwei KIs, die eine neue IV kriegen sollen, mit denen ich jetzt nicht mehr zufrieden bin. Werde ich jetzt aber nicht sofort sagen, welche das ist, weil soll auch bei euch ein bisschen Überraschung sein. Aber ich plane, mehrere neu zu machen. Das ist aber jetzt nichts, was ihr in den nächsten Wochen oder Monaten erwarten könnt. Das wird lange, lange dauern. Und hier Philipp ganz schön abgesahnt hinten. In meinem Test ist das ziemlich ausgeglichen gewesen, aber es ist natürlich, es macht viel aus, wenn die Ritter von Marschall immer in die Angriffe laufen und hinten gar nichts kaputt geht. Ne? Aber gut, Marschall schafft das schon. Muss ich mal ein bisschen wieder aufbauen, hinten ein bisschen Holz investieren, ja, macht er. Zubuddeln. Und wenn die Angriffe hier in längeren Intervallen kommen, dann schafft er vielleicht auch mal mit Rittern durchzukommen. So, also wenn ich die AI
Faust jetzt nicht groß schnell ändern wäre, was mache ich dann? Ich bin gerade dabei, und das ist das, was wahrscheinlich in der Kürze der Zeit mehr Einfluss hat, die AEC-Datei zu verändern. Wie gesagt, das ist die Datei, wo drin steht, wie die KI sich verhält, wie sie handelt, wie sie angreift, wie sie verteidigt, wie viel sie einlagert, solche Dinge. Und wenn wir hier zum Philipp gehen, da sieht man das ganz gut. Der hat zwei Vorratslager, die er mit den Standard-AEC eigentlich nicht benutzt. Aber ich habe das so eingestellt, dass er die jetzt auch ausnutzt, dass er sein Lager viel besser ausnutzt. Und ich meine, es heißt ja auch Vorratslager, das heißt, wenn jetzt mehr angegriffen wird oder gestört wird, dann kann er danach sich schnell noch ein bisschen besser aufbauen. Hat halt Vorrat. Aber auch so Dinge wie, dass er jetzt mit zwei Sturmbögen angreift, dass er mit Rittern angreift, wie viele Ritter er zum Stürmen benutzt, dass er hier auch Lanzenträger und Ritter zum Stürmen benutzt, das kann man auch einstellen. Also gibt es viele verschiedene Dinge. Genauso wie ich bei dem Marschall auch einiges angestellt habe. Am Angriffsverhalten und alles. Also das ist alles in der AEC. Und das ist im Endeffekt die eine Datei, die ihr einmalig reinladet. Und dann ist das Verhalten der KI ja quasi so und so. Auch die Außenproduktion steht da mit drin. Ja, kommt gleichzeitig ein Angriff. Okay. Na, mittlerweile sind das auch schon ein paar Schwertkämpfer. Der negiert sich hier, glaube ich, so ein bisschen jetzt die Angriffe. Wobei hier ein großer Blob an Rittern und Rahmböcken natürlich immer ein bisschen hier Stress macht. Kommen auch wieder an einen Turm ran. Nicht an beide. Der Burggraben hier hat gehalten, aber an den anderen. Ja, seht, ich schaffe das nicht so richtig, gar nicht auf den KI-Kampf einzugehen. Ich lasse mich immer wieder ablenken. Ich versuche es hier mal durchzuziehen. Also, bitte vergebt mir das. Ich finde Stronghold nach all den Jahren halt immer noch spannend und ja. Also ich bin gerade dabei, die AEC-Datei zu editieren. Das sind ja 16 KIs. Ich glaube, ich bin mittlerweile schon über die Hälfte. Ich teste gerade noch, mit dem Philipp zum Beispiel bin ich schon zufrieden. Den Marshall habe ich jetzt erst vor kurzem angepasst. Da wird noch an kleinen Stellschrauben geschraubt. Aber selbst mit meinen alten Burgen, sobald man das AEC auf meine eigenen Burgen abstimmt und ja, genau einstellt, ändert das schon sehr, sehr viel. Und freue mich sehr, dass die da noch immer noch nach all den Jahren noch halbwegs gut funktionieren. Natürlich haben die jetzt nicht die beste Build-Order und die haben immer noch Probleme, sich mit wenig Geld aufzubauen. Da ist man heute viel weiter, aber trotzdem funktionieren die mit der AEC, die ich jetzt gerade für die entwickle, ziemlich gut. Das heißt, Stronghold Crusader könnt ihr erstmal von mir erwarten, dass bald eine neue AEC-Datei kommt, mit der ihr dann meine Burgen, die größtenteils unverändert sind, gut verwenden könnt. Die funktionieren auch ganz gut. Und ja, mittel- bis langfristig werden auch wieder neue Versionen und Überarbeitungen von meinen Burgen kommen. Ja, ich wollte eigentlich die Stronghold 1 Definitive Edition Kampagne komplett ja, als Video hochladen. Das ist so ein bisschen auch der Grund, warum ich wieder auf YouTube angefangen habe. Das und das andere YouTuber Videos über meine Burgen gemacht haben. An der Stelle nochmal danke an Stronghold Nation und Xander 10 Alpha zum Beispiel. Aber die ersten Videos von der Demo von Stronghold Definitive Edition, die ich gemacht habe, haben jetzt nicht so viele Klicks bekommen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt, die Stronghold 1 Definitive Edition Kampagne, die es schon gibt und auch die neue, die noch dazukommt. Oder ob euch das gar nicht interessiert. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Frage ist halt nur, ob ich es aufnehme und dann hochlade. Das könnt ihr mich ja mal wissen lassen. Ich muss auch sagen, ich habe viel mehr Spaß am eigentlichen Editieren von Burgen und AIVs und AICs und Maps und dem Spielen der Kampagne und dem Machen der KI-Kämpfe, als jetzt wirklich Videos aufzunehmen. Also das eigentliche YouTube, das ist mehr so Mittel zum Zweck, das macht mir gar nicht so viel Spaß. Mir macht mehr das Stronghold bauen und rumbasteln Spaß. Also erwartet jetzt nicht, dass da super häufig von mir Videos kommen. Ich mache das, wie ich Lust habe. Ich werde es auch nicht monetarisieren. Das kennt ihr ja vielleicht, wenn man was macht, weil man es muss, dann macht das keinen Spaß. Und dann leidet auch die Qualität und das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Also kann auch mal sein, dass da mal ein paar Wochen oder Monate nichts kommt und habe ich wieder Lust, dann kommt wieder was. Ich mache das hier als Hobby und spannend nebenbei. Da wisst ihr erstmal Bescheid. Da wisst ihr auch, was ihr zu erwarten habt. Vielleicht wäre ich jetzt hier am Ende, können wir mal ein bisschen beschleunigen hier, auf das eingehen, was die vielen lieben, tollen und netten Content-Creator, die mir geholfen haben beim Wiedereinkommen,
was die alles in den 4 Jahren so gemacht haben, weil da ist einiges passiert. Und ich will euch das gar nicht vorenthalten. Wie gesagt, schaut euch am besten die Excel-Dateien, die ich zum Download bereitstelle. Da könnt ihr euch das angucken und dann seht ihr auch, wenn ihr gar keine Ahnung von Stronghold Crusader habt, was sich so getan hat, eben was sich alles verändert hat und was vielleicht andere Leute auch Cooles an dem Spiel hier verändert haben. Ja, ihr seht jetzt ja auch diese große Störenheit von Marshall, die kommt jetzt auch mal durch und kassiert hier natürlich auch bei Philipp einiges weg. Nicht ganz alles, aber schon teure Gebäude, Steinbrüche manchmal sind das. Philipp muss auch eigene Ritter schicken, also ist auf jeden Fall nicht einseitig. Genau. Fangen wir mal an. Zum Beispiel ganz oben alphabetisch sortiert, ne? Das ist nur eine alphabetische Sortierung. Ich mag jetzt die ersten nicht mehr oder weniger als die, die ich zuletzt nenne. Haben wir den Crusader Pillaf. Der hat zusammen mit Krali Lotus den Kreuzzugsmarsch 2 komplett neu gemacht. Neue Maps, die KIs dazu. Und da hat man jetzt eine ganz neue Erfahrung draus zu machen. Der hat eigene KIs gemacht. Und die KIs haben auch alle einen Bezug, ja, sagt man, einen Hintergrundbezug zu den KIs, die man aus Stronghold schon kennt. Da gibt es zum Beispiel die neue KI Bär, Elfendi, Emira, Hyäne, Inquisitor, Raubritter und noch viele andere. Ich werde jetzt gar nicht alle aufzählen können. Und wie gesagt, zum Beispiel der Bär ist irgendwie der Schüler vom Wolf und sehr cool, dass es da neue KIs gibt. Er macht auch immer Trailer zu seinen KIs auf seinem Channel. Also mit viel Hintergrund und ja, lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, ist sehr cool. Und ja, er hat sich besonders so auf charakterliche KIs spezialisiert. Dann gibt es den Hacksülze. Auch der macht KI-Kämpfe, KI-Vorstellungen, Tutorials. Er hat auch eigene KIs gemacht in so einem Pack aus 12. Auch hier werde ich die jetzt nicht alle aufzählen, aber da gibt es viele. Schaut am besten mal in der Datei, die ich hochgeladen habe. Dann habt ihr auch dann die ganzen Download-Links und die Links zu den Channel von den Leuten. Hieros Florian, den kenne ich noch von früher, von vor 4 Jahren. Der ist so ein bisschen im Hintergrund. Der hat enormes Wissen, was ja, die ganzen Dateien, die man editieren kann, angeht. Der macht auch viel mit dem Kartenbautool. Der ist vielleicht, glaube ich, gar nicht so präsent. Er hat zwar einen YouTube-Kanal, aber ich weiß gar nicht, wie viel er da macht. Aber im Hintergrund, bei den ganzen Content-Creatern, ist er immer dabei, hilft allen mit. Sehr, sehr stark. Kari Lotus habe ich vorhin schon erwähnt. Der hat ja mit Crusader Pillaf den Kreuzzugsmarsch 2 neu gemacht. Der hat aber auch zum Beispiel einen Weihnachtskalender gemacht, wo er für jeden Tag eine neue, super schwere Mission gemacht hat. Ich glaube, er hat bis 21. Aber so weit ist wohl noch keiner gekommen. Also könnte mal, ist bald wieder Weihnachten, könnte mal bei ihm vorbeischauen und schauen, ob ihr vielleicht einer der ersten seid, die es schafft, diese super schweren 21 Türchen, die es da schon gibt, zu machen. Aber er macht nicht nur das, er ist auch der Head vom Unofficial Crusader Patch. Eben der, mit dem man sich die AECs und AEVs wunderbar reinholen kann. Und bei dem jetzt auch immer noch meine Burgen drin sind und ja, bald auch meine neuen Burgen, meine neuen AECs wahrscheinlich wieder drin sein werden. Also nebenbei mal gucken, dass wir das Spannende beim KI-Kampf mit dabei haben. Monsterfisch habe ich vorhin schon erwähnt, das ist der, der die coolen Texturen macht. Auch der, hatte ich ja erzählt, macht eigene KIs, dann aber auch mit historischen Burgen, in dem Fall ein spanischer Burgen. Ich habe mir das angeguckt, er steckt da Stunden rein. Da ist ganz viel Liebe zum Detail drin. Hat da ein eigenes Spellings auch gemacht, wo er die Rollen von manchen Einheiten komplett geändert hat. Und das mit den neuen Texturen, den neuen historischen Burgen, das ist schon fast ein neues Spiel. Also es ist schon sehr, sehr cool. Nevikov, der nächste, auch einer, der eigene KIs macht, KI-Kämpfe, hat ein eigenes Balance gemacht mit dem New Balance, was er und der nächste, den ich gleich nennen werde, verwendet. Er hat, ja, 47 eigene KIs gemacht. Er hat ein Gothic KI-Pack, ein Gothic 2 KI-Pack. Er macht auch öfters mal, also nicht öfters, aber er hat auch schon KI-Turniere veranstaltet, wo die Leute mit selbstdesignten KIs gegeneinander quasi eintreten. Also die senden quasi KIs ein, die sie designt haben, und die treten dann gegen andere Leute an. Das klingt auch sehr cool.
Gibt es auch noch unendlich viele Videos, die ich mir noch angucken kann. Ich komme gar nicht dazu, alles. Kam gar nicht dazu, alles bisher schon zu sehen, aber da gibt es so viele coole Sachen, also kann ich euch nur empfehlen, da wirklich mal reinzuschauen. Tobi benutzt auch die New Balance, wie gerade schon gesagt, hat auch eigene KIs gemacht mit spannenden Namen, sag ich jetzt mal. Wir haben hier den Menschenhändler oder den Wutbürger. Aber sollen auch sehr cool sein, habe ich auch schon in ein, zwei KI-Kämpfen gesehen. Wurzelkasper sei auch zu erwähnen, der ist gerade inaktiv. Aber der hat auch viel beigetragen zur Community, hat thematisch KIs gemacht. Da gibt es wohl ein Fantasy-Paket mit Dark und Light KIs, Wurzelkasper-KIs, auch insgesamt 40 neue KIs, also komplett neue. Sehr beeindruckend und ja, auch wenn er gerade nicht aktiv ist, möchte ich den erwähnen. Ich weiß, wie das ist, wenn man inaktiv ist und vielleicht hört er irgendwann mal oder schaut irgendwann mal das Video und freut sich, dass ich ihn genannt habe. Ich freue mich über jeden Content-Creator, der was gemacht hat oder immer noch was macht. Das Spiel ist wundervoll und jeder, der da was macht, macht was Gutes. Und dann habe ich zu guter Letzt noch auf meiner Liste hier den Xander 10 Alpha. Ja, also wie gesagt, beginnt mit X, deswegen ist er ziemlich weit unten. Das soll aber nichts werten, das heißen. Der macht auch so gefühlt einmal alles. der hat das Ascension Balance Pack entwickelt, wie ich das richtig verstanden habe. Der ist auch Kraja Lotus verwendet. Vielleicht ist es auch andersrum. Oder die haben es zusammen entwickelt. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ist einfach so viel neuer Input. Wenn ich jetzt was Falsches erzähle, liebe Mit-Content-Creator, schreibt es in die Kommentare, seid nicht böse. Es ist einfach zu viel, um es komplett fehlerfrei wiedergeben zu können. Der hat auch, macht KI-Kämpfe, seine eigene Balance natürlich, das KI-Turnier hat er mit organisiert, castet Multiplayer-Gefechte, seine Balance, dieses Ascension Balance Pack ist auch eher auf den Multiplayer abgezielt, da ändern sich auch die Kosten von Gebäuden, da zum Beispiel viele Gebäude jetzt auch Steine zusätzlich kosten und also ist vieles anders. Hat natürlich auch eigene KIs gemacht. Das kann das gar nicht alles aufziehen. Hat sehr, sehr viel gemacht und unter anderem halt auch meine und die Bogen von F-Ray so angepasst, dass die mit seinem AECs wieder funktionieren. Das quasi auf den neuesten Stand gebracht, noch ein paar Fehler rausgemacht. Wie gesagt, hat auch mir geholfen, ein paar Fehler zu finden. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Und ja, allgemein nochmal an alle Content Creator, die ich jetzt aufgezählt habe und vielleicht auch ein paar, die ich nicht aufgezählt habe, die sind so freundlich zu mir gewesen, haben mir geholfen, wieder reinzukommen, haben mir Tipps gegeben und sind alles auch ganz nette Leute. Also ich kann es nur nochmal sagen, wenn ihr irgendwie an Stronghold Crusader Content interessiert seid, vielleicht nicht wisst, was es alles gibt, schaut euch mal die Datei an, die ich zum Download dann bereitstelle. Und da könnt ihr sehr, sehr viel Freude haben und wenn ihr den Content von allen Leuten, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, verwendet, dann habt ihr sehr, sehr viele neue KIs, sehr viele neue Möglichkeiten, das zu spielen. Ihr könnt das in Spanien spielen, ihr könnt das mit historischen KIs spielen, ihr könnt das mit neuen, lustigen KIs spielen oder KIs, die mit Bezug zu Stronghold 1 haben, also auf tollen Maps, die super gebalanced und gespiegelt sind und mit neuen, vielen verschiedenen Balance-Möglichkeiten, also ja, da hat sich einiges getan. So. Jetzt habe ich das gesagt, was ich sagen wollte. Ihr wisst Bescheid, was mich angeht, was die Neuigkeiten angeht, was andere Content-Creator angeht. Und ja, vielleicht genießen wir jetzt einfach noch ein bisschen den KI-Kampf. Ihr seht, der Marschall ist langsam aufgewacht. Der Anteil der Schwertkämpfer bei seinen Angriffen steigt. Seine Störeinheiten rauchen jetzt langsam richtig rein. Da geht einiges kaputt an Außenproduktion und auch einiges an Verteidigern, die immer wieder versuchen, die Ritter hier aufzuhalten. Was da an Bogenschützen immer drauf geht. Aber hat er den Vorteil, dass er Störkatapulte schickt und der Marschall keine Turmballiste hat. Ne? Der Philipp hat ja zwei Turmballisten. Die könnte er damit relativ leicht umgehen. Aber das hat der Marschall ja nicht. Er hat aber größere Rittertrupps. Ne? Die stören natürlich mehr, wenn sie einmal da sind, brauchen aber länger, um zu kommen. Und ihr habt gesehen, am Anfang hat er gar nicht so viel Druck machen können. Aber mittlerweile ist er auch öfters hier auf der Seite vom Philipp. Philipp aber hat auch mit 2000 Gold sich aufbauen können, eine Kathedrale gebaut, vier Ställe gebaut, die ganze Waffenproduktion und schöne Dinge, also steckt einiges an Gold. Ihr seht, der funktioniert jetzt halt auch wirklich, der Replace, also er setzt auch seine Truppen auf den Mauern, der stört, seine Angriffe sind sinnvoll mit den zwei Sturmböcken, mit der KI bin ich sehr, sehr zufrieden, wie die sich verhält und mit der Burg ja eigentlich auch. Er hat noch einen Steinbruch gekriegt, das hat er vorher nicht gehabt, werden sich vielleicht der eine oder andere sich sagen, ah, das sollte das gar nicht haben. Kann man sich drüber streiten.
ich sehe es eher als einen Fehler im AIC, dass er es nicht hatte. Hat er eingestellt, aller wie viele Leute er einen Steinbruch baut, aber hat dann im Endeffekt, ja, andersrum, hatte Max einen Steinbruch eingestellt, aber einen Fehler gehabt beim aller wie viele Bevölkerung einen Steinbruch baut, deswegen sehe ich das eher als Fehlerkorrektur, als eine zusätzliche Sache, die ich ihm gebe. Ich denke mal, so Steine sollte irgendwie jede KI haben. Man könnte sich jetzt darüber streiten, der Sultan baut keine Nahrung, das habe ich auch so gelassen bisher. Ob man das ändert, vielleicht gibt bei dem mal ein, zwei Obstgärten oder so, aber bisher habe ich es noch nicht gemacht. Aber hier ein Steinbruch tut dem auf jeden Fall ganz gut. Bin sehr, sehr zufrieden mit der KI und der ist auch, ja, konsistent in der Lage, gegen Schlangen zu gewinnen, gegen Sultans, gegen Ratten sowieso. Er gibt auch einen ganz guten Kampf gegen ein Schwein, also dafür, dass es eigentlich eine leichte KI ist, die vor allem auf Pflanzenträger geht, bin ich recht zufrieden mit ihm. Der Marschall, die Bogen gefallen mir, wie ich es gelöst habe, dass es hier so eine Abkürzung gibt und dass hier der Burggraben nicht ganz ringsrum ist. Das macht ihn auch gut angreifbar gegen andere KIs, gut für KI-Kämpfe. Die Störtrupps sind cool. Vielleicht ist er noch ein bisschen langsam und ich weiß nicht, ob man vielleicht über noch ein weiteres Tor aus mal nachdenken könnte, mittelfristig. Aber auch das ist eine KI, mit der ich eigentlich ganz zufrieden bin. Ich habe jetzt noch nicht so viele KI-Kämpfe jetzt mit neuen AEC mit ihm gemacht, aber war vorher schon eine meiner Lieblings-KIs. Und ja, die beiden zusammen gehen auch ganz cool. Die sind ähnlich stark, ne? Marschall ein bisschen langsamer, dafür aber dann Schwertkämpfer, mehr Ritter. Dafür hat der Philipp die besseren Belagerungsgeräte mit den Sturmböcken und Religionen, ne? Marschall hat Bier dafür. Philipp ein bisschen schwächere Wirtschaft, dafür aber schneller, also ja, ähnliche KIs. Und macht auf jeden Fall Spaß. Also das sind KIs, die mir ans Herz gewachsen sind, auf die ich Bock habe. Gar nicht reingeguckt. Ihr seht, Philipp hat trotz allem ein gutes Polster aufgebaut gekriegt, ne, mit Religion und den ganzen schönen Dingen. Das Stören kann er gut verkraften, aber ihr seht auch, der Marschall kommt jetzt öfters mit Angriffen und wenn er sowas kommt, also ich meine, das ist ja jetzt kein Pappenstiel, es sind ja schon 30, 40 Schwertkämpfer. Philipp hat nur Lanzenträger, ist gerade nicht viel in der Burg, weil der Angriff gerade kam. Das könnte jetzt das richtige Timing sein, für den Marschall hier durchzukommen. Philipp rekrutiert natürlich jetzt, hat auch eigene noch ein paar Ritter, aber ich glaube, das war's. Ja. Sah lange nicht so aus, aber der Marschall hat es nochmal gedreht gekriegt. Hatte zwischendurch mal gar keine Außenproduktion mehr, aber... Es ist vorbei, Marschall hat gewonnen. Cool, freut mich, dass es am Ende doch noch spannender war. Marschall hat natürlich viel mehr Einheiten getötet, weil Lanzenträger auch billiger sind als Schwertkämpfer, klar. Marschall hat insgesamt mehr Gold gemacht, Philipp mehr Nahrung, ne? Marschall doch deutlich mehr Holz. Und auch immer noch mehr Steine, das sollte auch so sein. Philipp, mehr Eisen. Ja, ihr seht's ja, die Waffen sind vergleichbar. Die Bevölkerung hat Marschall ein bisschen mehr. Also, ja, ich fand's cool. War ein cooler KI-Kampf. Und ich hoffe, das, was ich sonst im Video gesagt habe, hat euch jetzt auch gefallen. Und dann wisst ihr ja, was in nächster Zeit so von mir kommt und wann es kommt. Und ja, damit möchte ich mich abschieden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.